herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Star Ocean in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Star Ocean in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist der fünfte Teil der Star Ocean Serie, der Untertitel Integrity and Faithlessness. Das heißt auf Deutsch so viel wie Integrität und Treulosigkeit. Kommt ihr in einer Box im Querformat für die PS4. Und links gibt es einen 16er Hinweis. Ansonsten lesen wir hier noch Square Enix. Das sind die Entwickler. Hier unten Star Ocean Integrity and Faithlessness. Oben auch nochmal. Links und rechts ebenso gebrandet. Das hier ist ein Pappschuber, der hier über die eigentliche Box drüber ist. Auf der Unterseite haben wir dann noch die Infos zur Box. Und so lesen wir hier Collector's Edition, Traverse the Stars. Dann hier rechts einmal abgebildet und beschrieben der Boxinhalt. Und zwar haben wir einmal die Collector's Edition Box. Dann haben wir das Steelbook mit dem Spiel darin. Dann Art Cards, Sounds of Star Ocean, also so Soundtrack. The Art, also ein Artbook. Und hier unten gibt es dann noch eine Federation ID Card und In-Game DLC. Also da haben wir dann noch zusätzlichen Bonusinhalt zum Runterladen. Ja, dann wird uns hier nochmal kurz das Spiel erklärt auf Englisch, technischen Details, Barcode. Und dann machen wir als erstes mal den Pappschuber ab. Den können wir hier abziehen. Moment. So, und dann kommt uns hier die eigentliche Box zum Vorschein. Die sieht so aus. Wir haben hier die Charaktere des Spiels abgebildet. In diesem Fall 7 Stück an der Zahl. Auch hier wieder komplett auf allen Seiten gebrandet. Und auf der Unterseite dann im Weltraumdesign. So, die Box lässt sich hier vorne aufklappen. Und dann kann man den Boxdeckel hier aufmachen. Als allererstes kommt uns einmal entgegen das Artbook im Hardcover. Dann haben wir das Spiel im Steelcase, im Steelbook. Dann diese Karten, diese Kunstdrucke und die ID-Card. So, ansonsten ist hier dann nur noch diese Kunststoffform, die hält hier alle einzelnen Boxinhalte an Ort und Stelle. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Packen wir wieder zusammen und dann schauen wir uns mal als allererstes natürlich das Spiel an. So, das ist dieses hier. So, los geht's. Also, hier unten lesen wir auch wieder SO5, wenn ich das richtig hier interpretiere. Also Star Ocean, wie gesagt, es ist der fünfte Teil der Serie. Dann das Logo hier, auf der Seite auch beschriftet. Und hier auf der Rückseite gibt es auch nochmal Artwork. Wir schauen rein ins Steelbook. So, wir haben hier links und rechts jeweils eine Disc. Und zwar links gibt es einmal den Soundtrack. Und rechts gibt es dann das Spiel an sich. Es gibt ja auch noch ein fettes Artwork dahinter. Müssen wir mal ganz kurz die Discs rausholen. Einmal, zweimal. So, dann haben wir hier ein riesenschönes Bild. Einmal, zweimal und dann haben wir hier noch zusätzliche Infos. Also wir haben hier so einen kleinen Einleger zu DLC, also zu zusätzlichem Inhalt. Da gibt es dann auf der Rückseite einen Downloadcode und das gleiche dann hier nochmal. Ja, hier wird auch nochmal beschrieben, was und zwar geht es hier um den Soundtrack. Auch nochmal hier so ein kleiner Einleger. Das war's dann soweit. So, dann packen wir das wieder rein. Und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier diese Kunstdrucke, diese Karten. So, wir haben hier einmal die Dame mit den türkisen Haaren.
Victor, Miki, Fidel, N, Amazon, Relia und Welch. Ja, das sind die einzelnen Charaktere, alle hier mit einer einzelnen Karte und auf der Rückseite entsprechend nochmal beschriftet. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Charaktere hier auf Karte verewigt. Dann haben wir eine ID-Card. Pan-Galactic Federation ID-Card Nummer 2283. Hier kann man dann auch noch seinen Namen eintragen, wenn man möchte. Und auf der Rückseite steht dann, dass eben, also ja, auf Englisch, aber hier steht dann eben, dass es hier keine Ansprüche gibt oder dass Square Enix, die Gruppe, dieses Entwicklerstudio, da jetzt irgendwie nichts speziell damit verbindet. Also es gibt jetzt keinen Anspruch oder man hat jetzt hier keinen Zugriff auf irgendwas. Es ist einfach so ein, ja, Gimmick, so ein kleines Extra. Aber man hat jetzt irgendwie mit diesem Code oder mit dieser Karte keinen speziellen Zugang oder irgendwelchen Anspruch auf was. Ja, das müssen die wahrscheinlich einfach rechtlich da hinten erklären. So, und als letztes haben wir noch dieses Büchlein hier, Star Ocean Artbook. Und zwar lesen wir hier einmal die einzelnen Teile scheinbar. Dann auf der Seite beschriftet, auf der Rückseite Weltall plus Infos. Und dann schauen wir rein. So, hier geht's los. The Art of Star Ocean. Dann Contents, also das ist das die Kapitelübersicht, das Inhaltsverzeichnis. Das alles erwartet uns hier. Da kann man hier eben durchblättern und sich Bilder und Texte anschauen. Also Charaktere werden natürlich hier vorgestellt. Die Welten, Geschichte und. Hier gibt es eine Menge zu sehen. Ja, also ihr seht, klassisches Artbook. Wenig Text, dafür umso mehr. Designs, Grafiken, Bilder, Entwürfe, Charaktere, Raumschiffe. All das wird hier gezeigt. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook, The Art of Star Ocean im Hardcover. Dann diese ID-Card. Dann die Kärtchen hier, diese Charakterkarten. 8 Stück an der Zahl. Und natürlich im Steelcase das Spiel inklusive Soundtrack. Jawohl. DLC ist auch noch mit dabei. Das alles in dieser wunderbaren Box. Star Ocean Integrity and Faithlessness in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Star Ocean unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.